So, in dieser Folge beginnt unser erstes Challenge-Video. Und dafür machen wir eben ein Clan-Testspiel. Und ich wähle jetzt auch mal das richtige Kampfdeck aus. Ihr könnt sehen, wir haben in dem Kampfdeck eben nur Gebäude, auch den neuen Ofen, die Barbarenhütte und als Verteidigungsgebäude eben noch Bombentower, Tesla, Kanone, Inferno-Turm. Durchschnittliche Kosten sind da natürlich schon ganz schön hoch, 4,6. Ich gehe jetzt mal hier hin, tue ein Testspiel anfordern und jetzt sind wir auch schon drin. Genau, und der Kollege, der weiß natürlich, dass wir die Challenge machen und hat dementsprechend natürlich sein Deck auch vorbereitet. Wow, der fängt mit den gleichen Karten an wie wir. Und dem seine Karten sollten auch ungefähr auf unserem Niveau sein. Nur dass er eben Level 7 ist und wir schon Level 8. Weil sonst müsste es so passen vom Kartenniveau her. Das heißt, wir haben natürlich einen kleinen Vorteil. So, wir setzen hier noch eine Goldhütte hin. Wir haben das natürlich auch schon ein paar Mal ausprobiert, so zu kämpfen. Wir haben sogar zwei Zuschauer, wie ihr oben rechts sehen könnt. Die haben hier eben so eine Trompete ausgelöst und wir setzen den Ofen mit den zwei Feuergeistern. Hier, wow, jetzt kommt der hier auf der linken Seite schon ganz schön. Darauf habe ich jetzt gerade gar nicht geachtet. Ich wollte nämlich gerade das mit den Feuergeistern noch sagen. Die machen da nämlich ganz schön Schaden, Flächenschaden. Machen sie da jetzt schon ganz schön, ich glaube 126 war es da schon. Allerdings haben die wenig Leben und sind also für die meisten Karten auch One-Hit. Allerdings auch sehr schnell, und wenn die dann eben beschützt werden von anderen Karten und eben dann an Tower rankommen, dann gibt es da eben dann natürlich ganz schön Schaden. Aber wie ihr sehen könnt, so bringt es natürlich die Feuergeister nichts, wenn die da einfach nur alleine drauf zulaufen. So, er kommt auf der linken Seite auch ganz schön. Wir können auf der rechten Seite wenig ausrichten. Da hat er unseren Tower dann auch gleich. Jetzt haben wir auch nur noch einen Zuschauer. Ich habe da mal noch einen Bombentower hingesetzt. Er hat rechts noch seine Verteidigung ausgebaut. So, ich setze jetzt hier auch meine Truppen links hin. Das heißt, wir haben als Verteidigung unsere Verteidigungsgebäude und noch die Truppen. Er natürlich auch. So. Ja, den Ofen noch. Obwohl der eigentlich jetzt in der Situation eigentlich nicht so viel Sinn ergibt. Wo der wirklich was ausrichten kann. Aber Barbarenhütte ist natürlich gut. Somit treffen da in der Mitte aufeinander. Und der Brücke. Niemand kommt dann natürlich da so wirklich vorbei. So, noch Kanone. Jetzt kommen seine Truppen ein bisschen. Also, wir haben eine Kanone gesetzt. Und ihr seht schon, da staut sich jetzt natürlich schon ganz schön arg. Er hat jetzt da eine Speergoblin-Armee aufgebaut. Da setzt einen Bombentau hin. Der macht die dann auch ganz schön fertig. Ja. Ihr seht, jetzt ist das ganze Deck schon ziemlich voll. Also das ganze Spielbrett. Jetzt nimmt es gerade ein bisschen ab. Rechts laufen bei uns ein paar Speergoblins hin. Ist ja auch gut. Mal sehen, ob er das jetzt merkt, dass wir da eine Barbarenhütte hinsetzen. Gut wäre ja, wenn nicht. Aber er hat es gemerkt, er hat ein Inferno gesetzt und da hat er unseren Turm dann auch schon. Ja, wie ihr sehen konntet, das dauert dann natürlich eine Weile, aber ich denke mal, das war auch mal toll zu sehen. Er hat eben den Ofen noch nicht, deswegen hat er ja noch die Skelette drin, weil er eben keine andere Karte mehr hat. Ich weiß gar nicht, ob er die jetzt eingesetzt hat. So, und das war das dann auch mit dem Challenge-Video. Ihr könnt uns natürlich gerne Challenge-Vorschläge in die Kommentare schreiben, da werden demnächst noch mehr kommen, und bis dahin viel Spaß.